Ja, hallo und erstmal wieder herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch... Heute wollen wir euch uns solche coolen Schrittmotoren angucken, was man damit alles machen kann. Die sind ja in 3D-Drucker und weiteres verbaut und uns gucken, wie kann man eigentlich sowas ansteuern. So, jetzt erstmal ganz grundsätzlich, was ist überhaupt ein Schrittmotor? Ein Schrittmotor ist halt ein Motor, der halt sich ganz, ganz langsam drehen kann. Die verwendet man zum Beispiel häufig bei 3D-Druckern. Neymar 17 heißen die, CNC-Fräsmaschinen und auch weiteres. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen von solchen Mini-Motoren, wie man jetzt hier sieht, zu solchen sehr starken Großmotoren. Die haben halt die Besonderheit, dass sie sehr, sehr langsam drehen und eine sehr, sehr hohe Kraft haben. Solche kleinen Motoren, diese findet man zum Beispiel in DVD-Laufwerken, in Computer. Und den habe ich jetzt hier zum Beispiel aus meinem 3D-Drucker ausgebaut. Um solche Motoren anzusteuern, können wir verschiedene Komponenten verwenden. Solche unterschiedlichen ICs, solche in so einer Platine und so weiter. Was ihr dabei beachten müsst, zeige ich euch jetzt. Diese Module, die man hier zum Ansteuern benötigt, das sind sogenannte Schrittmotortreiber. Und zwar, die machen einfach nur Folgendes. Das Problem ist ja, dass hier unser Arduino, der gibt zwar das passende Signal für den Motor raus, beziehungsweise unser Mikrocontroller hier. Problem ist halt meistens nur, der kann ja nur ein paar Milliampere ja, Strom rausgeben. Der würde ja nicht schaffen, so einen großen Strom zur Verfügung zu stellen, um so einen starken Motor anzutreiben. Deshalb gibt es noch so eine sogenannte Endstufe, beziehungsweise so einen Schrittmotortreiber. Genau, da gibt es halt verschiedene von. Da gibt es zum Beispiel hier so ein, was ist das jetzt? Das ist ein L293D. Das ist zum Beispiel eine H-Brücke. Das ist das einfachste, was es so gibt und das billigste. Dann gibt es hier zum Beispiel so einen anderen Treiber. Oder auch hier solche Treiber, den A4988. Das ist halt ein Treiber, der ist halt sehr häufig in 3D-Druckern verbaut. Es gibt da auch noch andere Treiber, die funktionieren aber vom Prinzip alle gleich. Und ich möchte euch halt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Fangen wir an. Zum Ansteuern von solch einem Schrittmotor benötigt man ja, wie schon gesagt, solch einen Schrittmotortreiber. Dieser Schrittmotortreiber hat jedoch hier relativ viele Anschlüsse. Und dann schauen wir uns jetzt einmal kurz im Detail an, was das so ist. Dieser Treiber, der ist einmal hier abgebildet und hat folgende Anschlüsse. Hier oben bei V-Mod und Ground legen wir halt die Stromquelle an, um unseren Motor mit richtig Power zu versorgen. Das heißt zum Beispiel hier solch eine 9-Volt-Quelle, weil der Arduino das ja allein nicht schafft, den Mikrocontroller. Hier an 2B, 2A, 1A und 1B wird dann jeweils hier der Schrittmotor angeschlossen. Der Schrittmotor, der hat jetzt hier genau 4 Leitungen. Und zwar wird hier immer eine Spule an 2 angeschlossen und eine an 1 angeschlossen. Genau, hier unten bei VDD und Ground müssen wir halt die Stromversorgung von unserem Mikrocontroller damit verbinden, sonst wird das Ganze nicht klappen. Hier unten kommen jetzt die entscheidenden Steuerpins, und zwar einmal den Direction Pin. Wenn wir da halt 5 Volt drauf leiten, dann dreht der Motor sich in die eine Richtung. Und wenn wir da keine 5 Volt drauf haben, heißt Minus drauflegen, dann dreht er sich gegen den Uhrzeigersinn, also in die andere Richtung. Hier der Step Pin, das ist somit der wichtigste Anschluss. Hier geben wir einen Puls von unserem Mikrocontroller drauf und der entscheidet dann halt, wie schnell der Motor sich letztendlich dreht. Damit wir das Ganze erfolgreich ansteuern können, müssen wir hier noch den Sleep- und den Reset-Pin zusammen verbinden, weil sonst klappt das Ganze nicht. Der Sleep-Pin, der ist normalerweise dafür gedacht, um halt Strom zu sparen, kann man den halt hier, den Mikrocontroller, in so einen Ruhemodus versetzen. Das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Dann gibt es hier noch MS1, MS2, MS3. Das steht für Mikrostepping. Mikrostepping nimmt man einfach dafür, um halt solch einen Schrittmotor ja, etwas flüssiger laufen zu lassen, damit der nicht so stark brummt, um halt diese Resonanzen halt runter zu bekommen. Genau, dann läuft er halt etwas smoother, um das mal umgangssprachlich auszudrücken. Jetzt haben wir noch hier einen ENA-Pin, das ist einfach zum Enable, also aktivieren oder deaktivieren. Dann kann ich hier noch mit einer externen Steuerung, der halt vielleicht sagen, wenn ich jetzt aktiviere den Motor oder jetzt ist zum Beispiel Notfall, jetzt muss der ausgeschaltet werden, dafür ist es da, aber eigentlich jetzt für uns sind die Pins hier unwichtig. Auch andere Schrittmotoren wie solch ein Treiber oder auch so ein DM542, die arbeiten alle nach dem gleichen Schema hier, von daher könnt ihr das da 1:1 drauf übertragen.
Die Platinen, die habe ich hier von PCB Gogo mir dort bestellt. Hier, ihr seht, wieder 10 Stück. Das ist wie bei der SCPCB, nur $5. Wieder eine super Qualität und kann man sicherlich weiterempfehlen. Wir haben ja jetzt hier diese Komponenten, die müssen wir natürlich verdrahten bzw. verbinden. Das können wir natürlich mit so einem normalen Steckbrett machen, wie wir es immer gemacht haben. Ich allerdings mache das jetzt etwas anders. Und zwar habe ich hier von PCB Gogo mir Platinen bestellt. Ich habe ja letztes Mal schon mal bei PCB Platinen bestellt. Da kriegt man wieder hier 10 Platinen für einen geschenkten Preis, ich glaube 1,60 Euro. Der Vorteil an solchen Platinen ist einfach, dass es halt deutlich übersichtlicher, wenn man das Ganze so anschließt. Wenn ihr auch solche eine Platine haben wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder die euch auch dafür einen echt günstigen Preis bestellen. Gut. Diese Platinen müssen wir natürlich dann bestücken. Das habe ich hier einmal mit passenden Steckern gemacht. Hier der Kondensator, der ist auch ganz empfehlenswert, damit halt diese Eingangsspannung noch etwas, Störsignale rausgefiltert werden. Und genau. Jetzt müsst ihr hierbei bei meiner Platine noch beachten, wenn ihr das so macht, dass ich hier noch zwei Brücken habe, weil man kann ja auch den Arduino mit dieser Eingangsspannung, heißt mit diesem 9 Volt Block betreiben. Das werdet ihr aber auch gleich nochmal weiter sehen. Gut, wenn wir das Ganze dann haben, dann können wir hier uns einfach mal unseren Arduino Nano reinstecken. So, unseren Schrittmotor hier Treiber richtig reinstecken. In etwa so. Unseren Motor hier anschließen. So. Und zu guter Letzt natürlich hier noch unsere Batterie. So, jetzt habe ich das Ganze hier mit meinem PC verbunden. Wir sind hier angekommen. Dann schauen wir mal, was wir hier so programmieren müssen. Zum einen müssen wir hier, habe ich jetzt hier definiert, diesen Step-Pin auf den D7 gesetzt und den Direction-Pin auf den Anschluss 6 vom Arduino. Hier sind diese MSI-Anschlüsse, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Hier müssen wir natürlich wieder irgendwie ganz normal, wenn wir auch eine LED ansteuern, hier Pin-Mode-Output das Ganze machen. Und hier ist dann der eigentliche Teil. So, als erstes können wir hier die Richtung vorgeben, indem wir hier bei Direction, also diesen Pin, entweder auf High oder Low setzen. Ich habe ihn jetzt hier mal auf High gesetzt. Dann müssen wir hier einmal, habe ich hier was vorbereitet, und zwar digital einmal High. Dann warten wir hier 900 Mikrosekunden. Dann setzen wir ihn wieder auf Low und warten wieder 900 Mikrosekunden. Das laden wir dann einmal. Wenn man natürlich die Batterie angeschlossen hat. Ja. Wir sehen, der Motor dreht. Und wir können ihn jetzt ja auch etwas schneller machen, indem wir halt einfach diese Zeit deutlich reduzieren. Das mache ich jetzt hier einmal auf 600 Mikrosekunden. Ja. Und wir sehen, der dreht deutlich schneller und das hören wir ja schließlich auch am Ton. Okay, das Ganze können wir natürlich jetzt hier noch ein bisschen was fortsetzen. Wir sollten allerdings beachten, dass so ein Schrittmotor natürlich auch seine Grenzen hat. Und desto schneller der Motor sich dreht, desto weniger Drehmoment hat er dann natürlich. Und wir sehen, das ist jetzt hier zum Beispiel schon zu schnell für den Motor. Daher setze ich das jetzt mal wieder etwas hier hoch. So, ihr habt ja gerade auch gesehen, dass der Motor sehr, sehr laut ist. Wie kommt das zustande? Oder wie kann man das verhindern? Dafür können wir hier dieses MS1 bis MS3 nehmen. Das ist im Endeffekt Mikro-Stepping, heißt das Ganze. Und zwar normalerweise braucht man für so einen Motor 200 Schritte, damit der eine Umdrehung macht. Wenn wir das Ganze allerdings auch hoch addieren auf, weiß ich nicht, 2000 Schritte oder weiteres, das nennt sich Mikro-Stepping, läuft es deutlich ruhiger. Um jetzt dieses Mikro-Stepping zu verwenden, habe ich jetzt hier auch einmal was ausgedruckt, müssen wir jetzt diese drei Anschlüsse jeweils ansteuern. Wenn wir zum Beispiel Full-Step haben, sind die alle auf Low, das ist ja standardmäßig so. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine sehr hohe, ein sehr hohes Mikro-Stepping haben, müssen wir alle drei auf High schalten. Und das machen wir jetzt auch einmal. So, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Und somit haben wir dann hier ein Mikro-Stepping mit 16 Schritten. So, wir sehen jetzt, der Motor läuft sehr viel leiser. Also wenn man das mal eben vergleicht. Ne? Natürlich geht jetzt auch dementsprechend die Geschwindigkeit runter. Um die wieder zu haben, müssen wir einfach diese Zahl durch 16 teilen.
und dann haben wir hier auch wieder unsere normale Geschwindigkeit. Aber wir sehen trotzdem auch bei so einer hohen Geschwindigkeit, der Motor läuft halt einfach flüssiger. Was macht jetzt dieses Mikrostepping? Und zwar, wie wir jetzt hier auch sehen, der Motor, der läuft deutlich leiser, sprich weniger Resonanzen, er läuft flüssiger. Sowas braucht man zum Beispiel bei Maschinen wie einem 3D-Drucker, eine Fräsmaschine oder weiteres, damit man da halt eine sehr, sehr hohe Positionierungsgenauigkeit mit hinbekommt und möglichst wenig Resonanzen hat. Man sollte bei diesem Mikrostepping aber beachten, dass der Motor dadurch Kraft verliert, also nicht mehr so kräftig ist. Deshalb muss da jeder für sich herausfinden, wo halt das Optimum dabei liegt. Jetzt möchte ich euch noch etwas hier über solch einen Schrittmotor erzählen, was ihr dringend wissen solltet. Zum einen nutze ich jetzt hier als Spannungsquelle solch einen 9 Volt Block. In der Regel kann man sagen, desto höher die Spannung ist, desto besser ist das hier für den Motor, denn desto höheren Drehmoment, bei höheren Drehzahlen hat er, also desto mehr Kraft hat er. Ich würde immer versuchen, das Maximale zu nehmen. Bei diesem Treiber wären das jetzt 32 Volt. Ich habe auch noch einen anderen Treiber, der macht da 48 Volt. Genau, ihr solltet bedenken, dass ihr den nicht zu schnell drehen lasst. Das ist ein weiterer Punkt, also 5 Umdrehungen die Sekunde ist sicherlich ganz angemessen. Dann noch einmal ganz kurz, wie kann man jetzt letztendlich einstellen, wie viel Energie dieser Motor aufnehmen darf? Und zwar im Endeffekt kann man hier mit diesem Motortreiber nur den Strom einstellen. Das heißt, im Datenblatt steht zum Beispiel drin, dass dieser Motor jetzt 1,6 Ampere pro Phase hat. Dann haben wir hier so einen kleinen Drehregler auf unserer Platine rein. Den können wir dann hier mit dem Schraubenzieher passend einstellen. Ja, das war's hier über Schrittmotoren, was man so grundsätzlich alles wissen darüber muss. Ich werde hier auch noch auf Schrittmotoren noch in weiteren Videos eingehen. Da habe ich nämlich eine ziemlich große Maschine gebaut. Daher kam hier schon mal dieses Video. Genau. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Dennoch würde ich mich halt sehr über ein Like freuen, über ein Abo. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.